Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Echos verdoppeln könnt, die ihr von den Bossen bekommt. Damit könnt ihr quasi beide Items holen, die im Echo enthalten sind. Und wie ihr das Ganze macht, zeige ich euch jetzt. Sicherlich habt ihr alle schon diese laufenden Festungen gesehen im Game. Diese Festungen sind eigentlich Mausoleen und dort könnt ihr eure Echos verdoppeln. Und hierfür müsst ihr einfach die Totenköpfe an den Beinen zerschlagen. Und wenn ihr dann genug Totenköpfe zerschlagen habt, dann geht der auf den Boden, Leute. Ihr könnt dann hier hochgehen. Und wenn ihr die Tür öffnet, dann seht ihr vor euch direkt schon diese Leiche liegen. Mit der interagiert ihr und somit könnt ihr ein Echo verdoppeln. Das könnt ihr einmal pro Mausoleum machen. Jedoch könnt ihr nicht bei jedem Mausoleum jedes Echo verdoppeln. Ich zeige euch jetzt alle Mausoleen bzw. die Standorte, wo ihr jedes Echo verdoppeln könnt. Also einmal pro Mausoleum. Das erste findet ihr hier bei der Halbinsel der Tränen. Das ist dieser Spot, den ich euch jetzt gerade hier im Video gezeigt habe. Und ich zeige euch jetzt Spot Nummer 2. Das zweite Mausoleum befindet sich hier am See bei der Kristallhöhle. Ich starte hier bei der Gnade oben am Osttor von Raya Lucaria. Wenn ihr dann hier seid, dann lauft denselben Weg wie ich. Denn wir müssen zu den Klippen. Seid ihr dann hier bei den Klippen angekommen, dann springt hier runter. Wie ihr seht, bin ich hier einmal komplett runtergefallen, Leute. Passt auf. Hier noch eins tiefer. Und wenn ihr dann hier seid, Leute, bleibt stehen. Denn ihr müsst gleich auf das Mausoleum draufspringen. Das dauert fürchterlich lange, Leute, also bleibt stehen und wartet einfach, bis der endlich bei euch ist. Das kann ein bisschen warten, Leute, aber werdet nicht ungeduldig. Wartet lieber wirklich, bis er ganz vor euch ist und dann springt runter. Wenn ihr dann hier drauf seid, dann werdet ihr feststellen, dass diese Tür nicht aufgeht. Und zwar müsst ihr vorher erstmal die Totenköpfe hier zerschlagen, wie beim ersten Mausoleum auch. Nur dieser hat es dann oben drauf, Leute. Und wenn ihr genug Totenköpfe zerschlagen habt, dann fällt er wieder in die Knie und ihr könnt wieder vorne zum Eingang rein und ein Echo duplizieren. Bei diesem Mausoleum könnt ihr wiederum alle Echos duplizieren, Leute, und nicht nur die der niederen Bosse. Ich zeige euch jetzt noch zwei Mausoleen, die quasi nebeneinander sind, Leute. Und zwar ist das hier auf dem markierten Bereich auf der Karte. Und dieses Mausoleum müsst ihr wieder nach unten auf den Boden schlagen, indem ihr die Totenköpfe an den Beinen abschlägt. Jedoch passt auf, diese haben die Angewohnheit, zwischendurch meinen Freund Sprung zu machen, und wenn dieser euch trifft, dann habt ihr auf jeden Fall keinen Grund, euch zu freuen. Nachdem ihr ihn dann fertig gemacht habt, dann könnt ihr hier vom Wasser aus hochlaufen und ihr seht schon das zweite Mausoleum. Bei dem hier müsst ihr das genau wie beim vorigen machen, die Totenköpfe an den Beinen abschlagen und vor den Sprüngen aufpassen. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Video. Falls ich euch mit dem Video irgendwie helfen konnte, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.